Wir leben in einer Zeit, in der es sehr einfach ist, an pornografisches Material zu kommen. Mit wenigen Klicks kommt man an solche Videos ran. Jungen und auch Mädchen sind davon betroffen. Pornografie zerstört unsere Familien, unsere Jugendlichen und schließlich unser Jenseits. Und das ist ein großes Problem, welches wir bekämpfen müssen. Es ist ein Milliardengeschäft geworden und das vor allem im Internet. Durch einen einfachen Klick kann man sich so etwas Abscheuliches anschauen. Jeder von uns ist sich der Folgen von Drogen bewusst. Sie machen abhängig, benebeln Verstand und Sinne. Und das Anschauen solcher Inhalte macht genau dasselbe. Wir sind Diener Allahs und nicht Diener unserer Neigungen und Gelüsten. Wallahi, meine lieben Geschwister, diese Sache bringt uns nichts Gutes. Unser Körper ist eine Amana. Es ist ein anvertrautes Gut, was Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat. Über diese Amana werden wir gefragt. Unsere Augen, Ohren und Hände sind eine Amana. Mit diesen Körperteilen müssen wir auf die beste Art und Weise umgehen. Nämlich so, wie Allah subhanahu wa ta'ala es von uns verlangt hat. Wir sind Diener Allahs. Und ein Diener kann nicht tun und machen, worauf er gerade Lust hat. Und wenn er trotzdem glaubt, dass er tun kann, worauf er gerade Lust hat, dann wird er von seinem Herrn bestraft werden. Die Strafe an Yawm al-Qiyamah ist gewaltiger als jede Strafe, die du aus dieser Welt kennst. Und wenn wir nicht sofort damit aufhören und es nicht bereuen, dann erwartet uns ein Tag, an dem unsere Körperteile gegen uns sprechen werden. An dem Tage, wo ihre Zungen und ihre Hände und ihre Füße gegen sie das bezeugen werden, was sie getan haben. Subhanallah, wollen wir es so weit kommen lassen, dass unsere Gliedmaßen gegen uns sprechen? Während wir im Dunkeln sitzen, unseren Computer einschalten und diese schmutzigen Videos anschauen und dabei sicherstellen, dass uns niemand beobachtet, dürfen wir niemals vergessen, dass die Engel unsere Taten aufschreiben und dass Allah subhanahu wa ta'ala der Allsehende ist. Wir können unsere Tür abschließen und uns vor den Menschen verstecken, aber vergessen wir nicht, dass wir uns vor unserem Herrn niemals verstecken können. Er subhanahu wa ta'ala sieht das Offene und das Verborgene und in welchem Loch wir uns verstecken. Und jetzt stell dir vor, dass der Todesengel in diesem Moment kommt und dir deine Seele nimmt, während du dir diese unmoralischen, abscheulichen Inhalte anschaust. Stell dir vor, du wirst Yawm al-Qiyamah in diesem Zustand vor Allah aufstehen. Und dieser Moment ist schlimmer, als wie wenn deine Familie dich dabei erwischen würde. Glaubst du wirklich, dass es das wert ist? Das, was du hinter verschlossenen Türen machst, das ist dein wahres Gesicht. Das ist dein wahres Ich. Und vielleicht ist das dein Standpunkt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du davon betroffen bist, dann bitte Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung. Bitte Allah darum, dass er dir Kraft geben soll, dies nicht mehr zu tun. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith: Der Shaitan hat Allah geschworen, bei deiner Macht, ich werde nicht aufhören, deine Diener in die Irre zu führen, solange sie am Leben sind. Und Allah, der Erhabene, hat ihm geantwortet: Bei meiner Macht, bei meiner Würde und bei meiner erhabenen Stellung. Ich werde niemals aufhören, ihnen zu verzeihen, solange sie mich darum bitten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor dieser Sünde schützen und bewahren.